Hallo Freunde des gepflegten Videospiels und damit herzlich willkommen zur womöglich letzten Folge von Final Fantasy The Crystal Chronicles Ages of Time. Euer Gastgeber ist Riojano. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nun wird es Zeit, die letzte Ebene des Turms zu betreten. Zeit, die Wahrheit herauszufinden. Yes, it's me. The real me. Blind and deaf. I'm just an empty shell. A puppet without strings. After he captured me, he began to use me as a guinea pig in his immortality experiments. By the time he finally succeeded, I couldn't act on my own anymore. All I could do was create crystals for him, at his command. But in that village, I wasn't the only one. The crystal core made immortal. Even though it meant living in this cat's body, I was able to connect to the outside world. Maybe this kept me sane. But still, I had lost all hope. I was just killing time. Endless time. Until, that is, I found you in the forest. That changed everything. I remember wondering why. Why is this baby making me shake so much? I remember feeling this incredible longing. I think that because I was immortal, I had forgotten just how precious life is. But you reminded me. I vowed then and there to give everything I had to protect you. I loved your tiny heartbeat. I loved how warm you felt in my arms. I loved when you laughed. When I thought about how one day you would stand on your own two feet, my heart leapt with joy. You taught me to hope. And that's when I began to see the villagers. That's right. They've been beside me all along. I was not alone. You saved me. You led me from that eternal darkness into the light. You gave me everything I now have. You are my whole world, and without you, I'm nothing. I would do anything, anything at all, if it meant saving you. That's why, I want you to kill me. Without me, there can be no more crystals. And without crystals, he cannot resurrect himself. Please. I'm afraid I can't allow that. The time is almost here. If I am to stop what is going to happen, I must have crystals. Of course, once it's over, you can do as you please. In fact, I'll kill you myself as a special favor. I suspected you were the cause and origin all along. You don't understand a thing, Larkatius. The crystals are the hopes of the living. And life is all about wishing the best for those we love. When corruption rules the world, the crystals disappear. There's nothing you or anyone else can do to change that. Wrong. Mumbo jumbo idiocy. Their disappearance as a purely scientific phenomena triggered by an event in the future. An event that is due to occur very soon. Except this time I will not allow it. Yeah, I will prevent it, and the world will be transformed. It will be as if the tragedy never happened. What's done is done, Larkatius. Even if you're right, even if the cause is here in the present, there's nothing you can do about it! Ah, I waste my time. You are ignorant. Science does not lie. 2,000 years.
2,000 years I have waited and prepared. According to my calculations, the event will take place far above the ground, so I built this tower to reach that point. I have calculated countless scenarios and permutations. I have an answer for all of them. My preparations are absolute. And now, the time is here. I have no doubt now that you yourselves are the ultimate trigger. The proof is self-evident. You are here, at this place, at this moment. I told you that next time we met, I would eliminate you as the cause of everything. You must be eradicated. Only then will the cycle of cause and effect be broken. The glory of the ancient civilization will return. I shall rule supreme. Moment, kurzer Schnitt. So, jetzt kann es weitergehen. Willkommen zum finalen Bosskampf gegen Lakeisha. Oh fuck, wo kam das denn her? Lakeisha hat keine wirklichen Schwächen. Er kann nur ziemlich, starke Zauber casten mit einer enormen Reichweite. Genau den Zauberspruch meinte ich. Nagi? Gut, dann mache ich das eben ohne Nagi. Okay, warte, da wieder. Dann... Boah. Okay, wo bist du? Nein, bloß nicht! Ah! Shit. Ich kann gerade irgendwie wenig machen. Der Trick in der Sache ist, so ein Monster neben ihm zum Explodieren zu bringen. Dadurch ist er kurzzeitig gelähmt, man kann schön auf ihn einprügeln. Die einzige Möglichkeit, wie man ihm wirklich Schaden machen kann. Ah, scheiße! Oh, komm, geh wieder raus, geh wieder raus, geh wieder raus, geh wieder raus. Oh, der ist stark. Strategischer Rückzug, ich bin dafür. Ich glaube, er hält nicht vom strategischen Rückzug, oder? Darf ich das haben? Okay, jetzt muss ich aufpassen, meine ganze Party ist gerade irgendwie tot. Bisschen Deckung gehen. Okay, eins und voll. Was, Mann? Hat er mich vorhin Hit geprügelt? Für einen alten Knacker ist der Typ aber ganz schön stark. Okay, gut. Lakeisha, komm her. Naja, so war das nicht geplant. Das funktioniert gerade irgendwie nicht gut. Okay. Ausweichen. Zu dir. Erwischt. Okay, und wieder draufhauen. Ich bin gerade etwas stumm, tut mir leid, aber der Kampf ist echt... Es ist immer so eine Atmosphäre, wenn du wieder gegen diesen Typen kämpfen musst. Jetzt müsste er eigentlich gleich wieder... Au. Seine Monster, die es beschwören. Okay, Flucht. Ah, er ist hinter mir her. Okay, gut. Jetzt hat er. Eins. Und alle voll. Und draufhauen. Ich verstehe nicht wirklich, was er sagt. Ich habe nur Death Goes Enough das ist genug, irgendwie so.
Okay, mach dich erstmal vom Staub, ich such die Phönixfeder. Puh. Scheiße! Okay, gut, immerhin, ich konnte wieder aufstehen. Meine Güte, ey, geht der Kampf gerade ab. Okay, da gibt's einen Äther. Wir haben seine schwule Armkanone. Seid ihr schon wieder alle tot? Nee, halbwegs. Okay. Komm her, Acacius. Hier rüber. Zack, daneben. Okay, Potion. Wo ist er? Oh oh, oh oh, oh oh, weg hier. Ich bin gerade etwas geliefert. Nein! Warum? No! This can't be. Damn it. Okay. Pech gehabt, sieht aus, als müsste ich die ganze Sache wohl nochmal probieren. Aber schon irgendwie fast erwartet, dass ich noch verliere, weil der ist. Naja, bösartig. Alter, übertreib halt. Game over. Keine Chance, ey. Boah, der hat meine ganze Party auf einen Schlag umgeboxt. Das war echt nicht nett. Noch ein Versuch. Komm, den schaffe ich doch wohl. Also der Bosskampf ist keine Schande, dass ich da gerade verliere, aber der ist echt krass. Explodier. Ist klar. Genau. Nee, jetzt wo er gerade verwundbar ist, kann ich echt nicht. Ich habe nur noch 7 HP oder was. Es fängt gerade echt wieder echt geil an. Tot. Ey, wenn es einen Boss gibt, den ich echt nicht leiden kann, dann ist es Lacacious. Weil der ist echt bösartig. Dieser dämliche Zauber, ey! Oh, tot. Und nochmal. Jetzt bin ich wirklich schon so aufgerüstet, wie ich nur kann, dass es gut klappt und dann macht er mich echt immer noch so übelst fertig. Willst du mich verarschen? Komm mal nicht direkt auf mich zu, du Ekelhafter. Okay, boom. Au. Was bist du denn? Mann. Ey, warum hat das denn nicht ausgemacht? Boah, wie unfair. Ich verstehe echt nicht, warum die immer so lange brauchen zum Heilen.
gar nicht so schwer, für den stinknormalen Heilzauber zu machen. Okay. Verdammte Das macht so großen Spaß. Das macht so großen Spaß. Kann man nur so ekelhaft sein? Oh Mann. Erwischt. Okay, jetzt darf ich erstmal wieder in Deckung gehen. Sollte er eigentlich gleich wieder seine Golems beschwören. Genau. Jetzt gibt mir die Gelegenheit, seine Golems anzugreifen. Versuche ich mal wieder zu mir rüber zu locken. Ja, genau, er war natürlich genau in dem Moment wieder immun gegen Explosionen. Junge, leck mich mal! Alter, Mann! Wegen den Scheißmonster sehe ich auch nie, wo er jetzt gerade rumgammelt. Gerade noch so überstanden. Ich hole erstmal Deckung und hole erstmal meine beiden Verstorbenen zurück. Wieso zauberst du den Sanctus, du Vollidiot? Okay. Sucht er seine Golems. Und wieder ordentlich mal drauf patschen. Jetzt kann ich wenigstens mal Schaden an den Typen machen. Oh, er war gelähmt, das habe ich nicht gesehen. Gerade eher mehr so ein Hin- und Her-Gewirre. Lass mich mal in Ruhe. Zauber mal schnell Dieter. Wow! Wo kommst du denn her? Fuck. Damn. Oh, jetzt wird's ein bisschen knapp. Potion, ich bräuchte aber wieder Mana. Ich hab kein Mana mehr. Hier ein paar Potions rum oder so. Lass mich in Ruhe, Mann. Das wird echt wieder knapp. Ich kann einfach wieder mal überhaupt nicht zaubern. Das macht die Sache wieder unnötig schwierig.
Okay, jetzt können wir nochmal in Ruhe draufkloppen. Okay. Oh, er ist fast... Er ist wenigstens so gut wie tot. Oh, das wird aber wieder... Das wird wieder so ein Epic Fight. Ich kann mal genau sehen, wo er jetzt rumrennt. Jetzt wieder, wenn man wieder Monster oder so beschwört, dass ich kaputt machen kann. Okay, jetzt hat er wieder Golems beschworen. Ach, jetzt verstehe ich, was er sagt. Er sagt immer, that's not enough. Okay, gut, erstmal wieder alle zusammenpfeifen. Erstmal in Deckung gehen. Deckung! Hör auf, in Nacht zu laufen, Mann, du Ekelhafter. Mann! Boah, da ist er weg. Boah, das war echt... Boah, das war nervenaufreibend, verdammt. Boah, Adrenalin. Meine Fresse. Okay. Ich beruhige mich mal einen Moment. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Das war noch nicht das Finale. Für einen Moment. Aber wie es weitergeht, was geschieht nun? Das erfahrt ihr im nächsten Mal von Let's Play Final Fantasy Crystal Chronicles Echoes of Time. Ich bin Rio Hayato und schnaufe aus. Bis dann, ciao.